Shalom Hayom alle miteinander. Ich freue mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid und ich möchte mit euch gemeinsam heute über das Thema Zeit des Segens und Zeit des Kampfes sprechen. Aber bevor wir anfangen, noch einmal ein herzliches Guten Morgen, Shalom Hayom. Ich bin die Gabi von Shuva LaShoresh und ich bestelle euch heute auch einen Gruß von unserem Rebben Baruch. Bevor wir anfangen, spreche ich die Bracha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'asot b'divrei Torah. Amen. Zeit des Segens und Zeit des Kampfes. Heute wollen wir uns dem ersten Teil widmen, Zeit des Segens. Und dazu habe ich mir die Frage gestellt, was ist überhaupt Segen? Wie können wir uns das vorstellen? Und wenn ich die Menschen frage, was ist Segen? Was denkt ihr? Wie sieht Segen aus? Dann bekomme ich die gleichen Antworten. Segen, natürlich, hat etwas mit Reichtum zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass es mir gut geht. Mit Gesundheit. Ja, auch viele Kinder und Freunde. All das gehört zum Segen dazu. Und nicht zuletzt Frieden, das gehört auch dazu unbedingt. Ja, stimmt. Und wenn wir uns das noch einmal an unserem inneren Auge vorübergehen lassen, dann stellen wir fest, Segen ist etwas, was von außen auf uns zukommt. Segen ist aber auch etwas, was ich nicht fest in meiner Hand habe, sondern ich muss etwas dafür tun. Es hat etwas mit Arbeit zu tun, auch mit Kampf. Ich muss meine Kinder erziehen und das ist nicht immer leicht. Ich muss mein Geld, mein Reichtum, den ich habe, bewahren. Auch da klingt es an, dass ich etwas dafür tun muss, kämpfen muss. Die nächste Frage, die ich gerne stellen möchte, ist, wie fühlt sich eigentlich Segen an? Was vermittelt er? Und auch da ist die Liste groß. Also, wie fühlt er sich an? Es ist Bewahrung. Es ist irgendetwas, wo ich mich geborgen fühle, Geborgenheit. Segen ist Schutz. Segen ist wie ein Licht in der Finsternis. Segen gibt auch Wegweisung. Segen ist wie ein frischer Wind, der mich hebt und der mich trägt. Segen ist wie ein Mantel, der mich umhüllt in den Stürmen des Lebens und erwärmt mich, er umsorgt mich, er tröstet mich. Also Segen ist wie ein warmes Zuhause. Durch ihn lässt Gott uns leben. Was sehen wir? Eigentlich ist Segen immer da, aber ich muss ihn aktivieren. Wie eigentlich? Durch meine eigene Tat, durch mein Bemühen. Kommen wir jetzt mal zu einer etwas größeren Ebene. Das war so die innermenschliche Ebene, die jeder sofort nachvollziehen kann. Aber wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, dann wird es richtig spannend. Letztlich ist Segen die Zusage Gottes, dass alles, aber auch wirklich alles gut wird. Und damit stellen wir fest, Segen ist ein Geschenk. Mitten in unserem Leben erfahren wir etwas aus einer anderen Welt, erfahren wir Gottes Gegenwart. Die Quelle des Segens sind wir nicht selbst, sondern die Quelle des Lebens ist immer Hashem selber. Von ihm geht der Segen, diese Kraft aus, die vom Himmel auf die Erde fließt. Und damit, durch diesen Segen, gibt Hashem dieser Welt Bestand. Also Segen ist eine bestandgebende Kraft. Wir schlagen wie immer die Tora auf, gleich die erste Seite. Und dort sehen wir das erste Wort, Bereshit, im Anfang. Und wenn wir es nicht in einem Buch aufschlagen, sondern wenn wir es in der Torah-Rolle
aufrollen, dann stellen wir etwas ganz Besonderes fest. Nämlich der erste Buchstabe von Bereshit, das Bet, das ist größer geschrieben als alle anderen Buchstaben. Und alles in der Tora hat eine Bedeutung. Auch ob die Buchstaben klein oder groß sind. Und dieses große Bet in Bereshit hat auch eine ganz besondere Bedeutung. Es ist eine Botschaft darin. Bereshit, das große B, Bracha, Segen. Also der Segen ist der Ursprung von allem. Im Anfang aller Dinge ist der Schöpfer selbst. Und er beginnt das Schöpfungswerk mit einem Segen, mit einer Bracha. Noch bevor er sagt, es werde Licht, ist der Segen da, ist die Kraft des Segens da. Und das ist der Fluss des Lebens. Also wir stellen fest, Segen ist Leben. Und dieser Fluss des Lebens gibt dem Licht, was dann geschaffen wird, Bestand. Und das bedeutet, dass es dauerhaft leuchten kann. Und wenn diese Kraft, dieser Segen aufhört zu fließen, dann würde alles vergehen. Nicht nur das Licht würde aufhören zu scheinen, sondern alles würde vergehen. Alles käme zum Stillstand. Das haben wir bereits einmal erlebt, damals bei den Plagen Pharaos. Dort wurde es finster. Dort setzte Gott das Schöpfungswort, es werde Licht außer Kraft, und alles erstarrte. Man konnte sich nicht mehr bewegen. Also Segen, das, die bestandgebende Kraft. Das Wesen von einem jeglichen Segen ist Vermehrung, Intensivierung von all dem, was Gott gemacht hat. Und der Sinn des Segens ist sicherzustellen, dass alles, was Hashem schon gegeben hat, auch weiterhin besteht. Das ist sozusagen die große Überschrift. Und dann wird es runtergebrochen ins Kleine, zu den Menschen hin, zu dieser Welt hin. Hashem segnete Adam und Chava. Und dann segnete Hashem den Schabbat. Und hier sind wir bei der Zeit angekommen. Unsere Überschrift heißt ja heute Zeit des Segens und Zeit des Kampfes. Also, Gott segnet die Zeit. Und so gibt es eben eine ganz besondere Zeit des Segens. Es ist Schabbat. Am Schabbat öffnen sich die Tore des Himmels und der Segen fließt direkt vom Himmel auf die Erde zu uns, die wir den Schabbat halten. Und damit dann auch weiter in die Welt hinein, zu allen Menschen. Die bestandgebende Kraft wird freigesetzt durch die Menschen, die Schabbat halten. Also die Zeit ist hier gesegnet. Alle Feiertage und Festtage, die Hashem gegeben hat, sind Zeit eines ganz besonderen Segens, der dann vermehrt vom Himmel auf die Erde fließt. Weiter segnet Hashem Noach und seine Söhne. Und dann lesen wir auch den Segen, den Gott Abraham gibt. Er sagt, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild und ein sehr großer Lohn. Und diese Zusage ist die Quelle aller Segnung Abrahams, denn hier macht sich der Heilige gelobt sei Herr, der Anfang aller Dinge ist, selber zum Geschenk. Und das ist natürlich der größte Segen. Und wenn wir Kinder Abrahams sind, dann sind wir Erben dieser Zusage Gottes und damit Erbe des Segens. Die Tora beginnt mit dem Wort Bereshit. Und sie endet mit dem Wort Israel. Das heißt, hier gibt es eine Beziehung. Israel ist der Sinn der Schöpfung des gesamten Universums. Und damit sind wir jetzt bei unserer Parascha angelangt, in der Jakob einen neuen Namen bekommt, nämlich den Namen Israel. Und auch dieser Name ist ein Segen.
Jakob bekam von Hashem einen ganz persönlichen Segen. Und er lautet: Und siehe, ich bin mit dir und werde dich behüten, wo du auch immer gehst, und dich zurückführen in dieses Land, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich das getan habe, was ich geredet habe zu dir. Also Jakob bekommt die Zusage, dass Gott mit ihm ist und ihn ganz persönlich begleitet. Ist das was Neues? Nein, wir haben es ja gerade schon gehört. Es ist der Segen von Anfang an. Aber Jakob bekommt diese persönliche Zusage von dem, was er schon immer geglaubt hat. Und dieser eine Augenblick ist für Jakob sicher ein sehr erhebender Augenblick. Es ist eine Hochzeit, eine Hochzeit. Gott verbindet sich mit diesem Segen ganz persönlich mit unserem Vater Jakob. Und was bedeutet das jetzt? Kann er die Hände in den Schoß legen und die Füße hochlegen und sagen, ja, ich bin gesegnet, das ist wunderbar. Ich habe es ja schon immer gewusst und jetzt habe ich es auch noch sozusagen schriftlich. Nein, dieser Segen ist der Garant dafür, dass er alle Herausforderungen, denen er jetzt gegenübersteht, dass er diese Herausforderungen des Lebens auch bestehen kann. Auf diesen Kampf des Lebens muss Jakob sich einlassen. Und nicht nur Jakob muss sich auf diesen Kampf des Lebens einlassen, sondern wir alle müssen uns auf diesen Kampf einlassen. Wenn wir wachsen wollen, wenn wir erfolgreich werden wollen, wenn wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, erfüllen wollen. Und was stellen wir hier fest? Mitten im Kampf ist der Segen gegenwärtig und gibt uns Kraft. Jakob hat sein Leben als Kampf erfahren. Auch wir erleben unser Leben als Kampf. Die Zeit des Segens, und das ist unser Leben, ist gleichzeitig die Zeit des Kampfes. Und jeder Mensch in diesem Leben muss kämpfen. Und dazu morgen mehr. Also bleiben wir noch ein bisschen bei Jakob. Er bekommt diesen Segen, dass Gott immer bei uns ist, als Stärkung. Als Stärkung, sein Leben, was nun in Charan beginnt, zu meistern. Er verlässt den Boden des Heiligen Landes, macht einen Abstieg hinunter in das Reich des bösen Lavan. Lavan heißt Mond. Also Jakob, die Sonne, begibt sich in das Reich des Mondes. Und hier ist Lavan, der böse Trieb, der Herrscher. Hier muss sich Jakob unter Lavan unterordnen. Lavan ist ein böser Mensch, ist ein Götzendiener, ist ein Zauberer, ist ein Magier. Und er hat nur ein Ziel, Jakob vernichten. Er möchte der Stärkere sein, die Welt beherrschen. Und so tut er alles dafür, um Jakob zu schaden. Es beginnt damit, dass er Jakob nicht die geliebte Frau gibt, sondern die Schwester. Es geht weiter damit, dass er Jakob arbeiten lässt. 14 Jahre muss Jakob arbeiten. Umsonst, einzig und allein für seine Frauen. Eigentlich für den bösen Lavan, der von Jakob sehr profitiert. Dann betrügt ihn Lavan um seinen Lohn, nicht nur einmal, viele Male. Und schließlich will er ihn nicht gehen lassen. Und Hashem muss selber eingreifen, dass Jakob in Frieden ziehen kann. Er spricht zu Lavan im Traum. Und wird es dadurch für Jakob einfacher? Nein. Wir sehen, die Zeit der Wirkung des Segens ist immer auch eine Zeit des Kampfes. Die Zeit, in der der Segen vernommen wird, das ist die Zeit der Erquickung. Und danach beginnt der Kampf. Und um den Kampf bestehen zu können, muss der Mensch handeln. Und dies bedeutet, dass der Segen zwar da ist, aber er fällt dem Menschen nicht in den Schoß, einfach so vom Himmel herab.
Der Segen gibt uns die Gewissheit, dass Gott mitten in der dunklen Stunde bei uns ist. Er gibt uns Hoffnung. Er gibt uns Stärkung. Er stärkt die Beziehung von uns zu Gott. Abraham, der den Segen bekommen hat, dass durch ihn alle Menschen gesegnet werden, er muss kämpfen. Jitzak muss kämpfen. Jakob muss kämpfen. Josef muss kämpfen. Wir alle müssen kämpfen. Wogegen? Gegen den bösen Trieb. Und erst wenn er überwunden ist, dann kehrt Ruhe ein. Wenn der böse Trieb überwunden ist, dann gelten wiederum ganz besondere Verheißungen und ganz besondere Segen. Und so lesen wir in Offenbarung 2, Vers 7, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Segen. Ich fasse noch einmal zusammen. Segen ist die bestandgebende Kraft, die Hashem schon am Anfang freisetzte, damit diese Erde bestehen und erhalten bleibt. Hashem geht mit den Menschen mit seinem Segen. Und wir haben die Aufgabe, den Segen zu nehmen, für uns persönlich als Stärkung, als Wegweisung, als Hilfe anzunehmen und mit dem Segen in den Kampf des Lebens einzusteigen. Und ich wünsche euch für den heutigen Tag viel Segen. Möget ihr die Kämpfe, die heute auf euch warten, mit Hilfe des Segens siegreich bestehen. Ich wünsche euch Shalom Hayom und auch an dieser Stelle noch einmal einen Gruß von unserem Rebbe Baruch und bis morgen, eure Gabi.